Heute ist im Kantonsrat um Vorstoss zur Volkswirtschaftsdirektion gegangen. Das sind die wichtigsten Standpunkte aus unserer Sicht. Unser Postulat bittet den Regierungsrat, ein Konzept auszuarbeiten, damit Veloschnellverbindungen rasch und möglichst flächendeckend umgesetzt werden können. Veloschnellstraßen entlasten den Individualverkehr und erhöhen die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer maßgeblich. Zudem sind Investitionen, Sie wissen es, in den Veloverkehr deutlich günstiger als Maßnahmen in den Individualverkehr. Dabei sind nicht zwingend nur neue Straßen zu bauen, sondern auch und vor allem bestehende Behinderungen abzubauen. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Ziele einer Konzentration des Bevölkerungswachstums auf städtische und urbane Gebiete erreicht werden, dann müssen wir feststellen, dass wohl kaum ein Weg daran vorbeiführt, vermehrt Verkehrswege unterirdisch zu erstellen. Aus Sicht der Grünliberalen steht dafür klar die Bahn im Vordergrund. Weiter profitiert der Flugverkehr nach wie vor von einer völligen Steuerbefreiung, das heißt keine Mehrwertsteuer, keine CO2-Abgabe. Vor allem Flüge in naheliegende europäische Städte sind aus Umweltsicht sehr problematisch. Außerdem bestehen natürlich umweltfreundlichere Alternativen, allen voran die Bahn. Die Kostenwahrheit soll jetzt auch beim Flugverkehr endlich angestrebt werden. Und dazu möchten wir einen kleinen Beitrag leisten. Liegt die Zukunft des Finanzplatzes wirklich in der Raumplanung oder in der Abschaffung der Stempelsteuer? Ich bitte Sie, die Herausforderungen der Finanzunternehmen liegen ganz anderswo. Die Wettbewerbsfähigkeit unserer Banken wird sich künftig an ihrer Fähigkeit bemessen, mit der Digitalisierung der Branche Schritt zu halten. Fintech ist die Zukunft der Finanzbranche. Fintech ist Startup getrieben. Wenn wir Fintech wollen, müssen wir auch Startups wollen. Die Großbanken sind auf Fintech-Startups angewiesen, ansonsten sie die benötigte Innovation gar nicht erreichen. Derweil der Kanton Zürich nichts Besseres weiß, als die Steuern für Startups auf willkürliche Weise und ohne politischen Rückhalt zu ändern und die ohnehin hohen staatlichen Hürden für erfolgreiche Startups abermals zu erhöhen.